Ich darf sagen, herzlich willkommen zum Panel Digitalisierung Made in Germany. Welche Potenziale gibt es in Deutschland? Gerade das Jahr 2020 hat ja an vielen Stellen aufgezeigt, wie groß das digitale Potenzial in Deutschland ist. Vieles wurde auch direkt genutzt, aber es hat auch gezeigt, da ist durchaus noch Luft nach oben. Die Frage ist natürlich, woran liegt das? Liegt das an Bürokratie? Liegt es an Hierarchien? Liegt es vielleicht an komplexen Strukturen? Vor allem aber natürlich die Frage, was brauchen wir, um dieses Potenzial zu heben? In unserer Panel-Diskussion sprechen unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen über die Potenziale, die Deutschland nutzen kann. Und natürlich darüber, was Startups und Unternehmen brauchen, um auch international die Digitalisierung mitzugestalten. Und das Ganze betrachten wir heute aus vier verschiedenen Blickwinkeln. Aus dem Blickwinkel der Politik dürfen wir Thomas Jatzombek begrüßen. Er ist MdB und Beauftragter des BMWi für die digitale Wirtschaft und Startups, außerdem Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt. Und sein Ziel ist es, den digitalen Markt für Startups und den Mittelstand weiter zu öffnen, sowie die Rahmenbedingungen für einen internationalen Markt zu verbessern. Von Seiten des Verbands haben wir Christian Miele. Er ist Präsident und geschäftsführendes Vorstandsmitglied vom Bundesverband Deutsche Startups e.V. Auf LinkedIn hat er aktuell 13 Positionen vom Partner beim globalen VC-Fonds Headline bis hin zum Boardmember, Investor, Co-Founder des Builders Network. Kein Wunder also, dass er für außerordentlichen wirtschaftlichen Leistungen vom Finanzmagazin Capital zweimal unter Deutschlands 40 unter 40 gewählt wurde. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Dann die Sicht der Startups und der Hubs. Aus dieser Perspektive berichtet heute Anne-Christine Braun. Sie leitet seit November 2018 den Digital Health Hub in Nürnberg. Sie ist auch Startup-Mentorin bei dem F-Lane Accelerator und Marketing-Lead bei Zollhof, hat also eine ganz starke Expertise in Comms und PR und kennt die Bedürfnisse von Startups wie keine andere. Anne, schön, dass du da bist. Und von Seiten der Unternehmen haben wir heute Marc Raben. Er ist Chief Technology Officer Middle und Eastern Europe von SAP. Er ist schon seit 19 Jahren dort und hat eine Passion für Technologie, Innovation und Change und teilt seine Gedanken dazu auch auf verschiedenen Blogs, allerdings auf Niederländisch. Das heißt, zum Glück gibt es ja die Übersetzungsfunktion, da können wir diese auch ein bisschen mitverfolgen. Schauen wir als erstes mal auf die Situation von Gründerinnen und Gründern aktuell. Und Christian, da habe ich die erste Frage direkt an dich. Ihr seid ja als Bundesverband Deutsche Startups e.V. so die Stimme der Startups. Was sind denn die größten Hindernisse, die Gründungswillige aktuell überwinden müssen, um zu gründen? Also, um vielleicht mal ganz vorne anzufangen im Hinblick auch auf die Corona-Pandemie, weil es da ja eine sehr spannende Entwicklung in den letzten 12 Monaten in der Gründerszene gegeben hat. Wir haben im März 2020 eine Umfrage gemacht in unserem Verband und haben über 1000 Gründerinnen und Gründer gefragt, welche Auswirkungen die Pandemie auf ihr Geschäft haben könnte. Und damals haben die Zahlen uns alle schockiert. Da haben 70% der Befragten gesagt, dass sie damit rechnen, dass ihre Existenz bedroht sein könnte innerhalb der ersten 6 Monate der Pandemie. Jetzt fast forward. Es hat sich gezeigt, dass das Gegenteil eingetreten ist. Die Pandemie ist ein Digitalisierungsschub gewesen. Ich kann mich da natürlich nur halb drüber freuen, weil die Pandemie grundsätzlich natürlich unglaubliche Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Wirtschaft hatte. Aber für die Startup-Gründerinnen und Gründer ist ein Spotlight und eine Aufmerksamkeit auf das Arbeiten in einem Startup, auf das Gründen eines Startups und auf das Erfinden neuer Ideen gefallen. Was brauchen Gründerinnen und Gründer? Ich habe in den ersten 1,5 Jahren, die ich jetzt im Startup-Verband ehrenamtlich arbeiten darf, mit vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen gemerkt, dass wahrscheinlich die Rahmenbedingungen in Deutschland 30% des Problems ausmachen. Wir haben gemeinsam mit Thomas, der ein ganz, ganz toller Freund über diese Zeit gewesen ist und ein enger Begleiter aller Initiativen, sehr, sehr, sehr viel dafür getan, insbesondere bei dem Thema Kapital und aber auch Talenten anzugreifen. Wir haben ja sehr, sehr lautstark für das Thema Mitarbeiterbeteiligungsprogramm und auch den Zukunftsfonds geworben, wo wir gerne auch nochmal drauf eingehen können. Die Wahrheit ist aber, wir haben ja gute Startups in Deutschland. Es ist ja nicht so, dass die hier nicht entstehen. Das Problem ist also viel mehr, und das sind die anderen 70% dessen, was ich herausgefunden habe in dem Zeitraum, ist unsere Mentalität. Ich glaube, wir brauchen da ganz dringend einen Upgrade, und es ist wichtig, dass wir ganzheitlich in der Gesellschaft uns zum Gründen, zum Forschen und auch neuen Ideen gegenüber bekennen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn wir eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft spielen, dann gehen wir per se davon aus, dass wir ins Finale kommen. Und
wenn wir im Achtelfinale oder Viertelfinale ausscheiden, dann ist das eine Art Volkstrauertag. Also da sind wir Deutschen sehr, sehr emotional, wenn es ums Gewinnen geht. Wenn es aber um unseren Wohlstand geht und um die Verteidigung der sozialen Marktwirtschaft und daher, wo in Zukunft das Geld im Staat herkommen soll für die Sozialkassen, für das Gesundheitswesen, für das Bildungswesen, da sind wir irgendwie zurückgelehnt und machen nicht genug, beziehungsweise schauen nur zu, während sich auf der ganzen Welt die Machtverhältnisse verlagern. Und da müssen wir ansetzen. Die Rahmenbedingungen, das kriegen Thomas und ich schon hin. Aber die Mentalität, da müssen wir alle gemeinsam ansetzen und da muss ganz, ganz viel passieren. Dürfen wir euch darauf festnageln? Die Rahmenbedingungen, das kriegt ihr schon hin. Also es gibt ja eine Initiative, es passt sehr gut zu der Frage, die ich direkt an Thomas habe. Es gibt ja eine neue Initiative und Thomas, du hast mal auf einem Event gesagt, wir brauchen mehr Action. Deutschland liebe es, Dinge perfekt zu machen. Bei Software geht es aber auch um Schnelligkeit, auch wenn es nicht ganz perfekt ist. Und passend dazu gibt es ja jetzt die Erklärung zu dem EU-Exzellenzstandard für Startup-Nationen. Das sind 20 EU-Staaten, die ein einheitliches Programm für Existenzgründungen vorgelegt haben. Und Gründungen in Europa sollen binnen eines Tages und mit weniger als 100 Euro möglich sein. Das ist natürlich eine ziemlich interessante Vision. Was bedeutet das denn für Deutschland? Also Thomas, was versprecht ihr euch davon? Ja, also ich finde ehrlich, das ist gar keine Vision, sondern das ist ja Best Practice. Das bedeutet, ja, in anderen Ländern funktioniert es schon und insofern kann das eigentlich keine Raketenwissenschaft sein, sowas bei uns auch zu machen. Und ja, wir haben die ganz großen Themen, wie jetzt zum Beispiel mit unserem Zukunftsfonds. Wir bringen jetzt 30 Milliarden frisches Wagniskapital in den Markt. Ich glaube, das wird sehr vielen Gründerinnen und Gründern helfen, aber auch vielen Wagniskapitalgebern einfach größer zu werden, zu wachsen, auch größere Finanzierungsrunden zu machen. Das war eines unserer wichtigsten Vorhaben. Wir sind da übrigens die größten in Europa, 6-mal so groß wie Frankreich. Und ich bin ein klarer Promoter auch eines Zukunftsfonds 2. Wir müssen da weiter aufrüsten. Und ich halte das auch für die intelligentere Alternative, über einen solchen Fonds Gelder zu verdienen und in den Bundeshaushalt einzuspeisen, als diese Steuerdiskussion, die einige aktuell führen. Also Steuererhöhungsdiskussion. Besser schlau investieren, als Steuern zu erhöhen, ist das Motto. So, und wenn es ans Gründen geht, gibt es natürlich ganz viele kleine und größere Hürden, die da im Wege stehen. Und Christian Miele hat ja schon gesagt, das Thema Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten hier deutlich mehr erreicht. Da muss man sagen, das war leider mit unserem Koalitionspartner, mit der SPD, nicht möglich. Olaf Scholz persönlich war dagegen. Das finde ich persönlich bedauerlich. Ich glaube, da ist Raum für mehr. Und das betrifft auch das Gründerthema. Also wir sind da total committed als Wirtschaftsministerium. Wir glauben, dass das alles machbar ist. Wir sind auch gerade hier in der Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie der Europäischen Kommission. Aber wir hören nur Bedenken aus dem Justizministerium. Und ich würde mir tatsächlich mal eine Justizministerin wünschen, die auch ein bisschen mehr Action macht, statt immer nur Stoppschilder aufzustellen. Dann schauen wir mal, was so die Zukunft bringt. Anne, die nächste Frage geht an dich. Du bist als Hub-Managerin im Digital Health Hub in Erlangen ja ganz nah dran an Gründerinnen und Gründern. Was hörst du denn von euren Startups im Hub? Was bräuchten sie denn? Was brauchen sie denn, um die Digitalisierung Made in Germany noch stärker voranzutreiben? Ich würde Christian so halb zustimmen, weil ich würde sagen, Rahmenbedingungen sind nicht ganz gleich verteilt in Deutschland. Und wenn wir das Gründergeschehen weiter pushen wollen, beispielsweise auch gut beraten zu schauen, wie sind denn die Rahmenbedingungen auch für Gründerinnen und Gründer aus Nicht-EU-Staaten. Und da habe ich ein Beispiel aus unserem Hub, wo es einfach ein Startup gibt. Der Gründer hat einen russischen Pass, die Gründerin hat einen amerikanischen Pass. Es hat 4 Monate für sie gedauert zu gründen, also weit entfernt von einigen Minuten. Sie haben fast keine Bank gefunden, die ihnen ein Unternehmenskonto eröffnen wollte. Es war ein riesiger Stolperstein. Aber was dem Ganzen die Krone aufsetzt, das entsprechende Visum zu bekommen, hat für die beiden 10 Monate gedauert, fast ein Jahr. Und das ist, glaube ich, was, wo wir einfach noch eine Schippe drauflegen müssen und wo wir auch für solche Gründerinnen und Gründer irgendwie die Hürden und Rahmenbedingungen, die Hürden senken und die Rahmenbedingungen verbessern müssen. Mhm. Ja, darf ich das ganz kurz was sagen? Also ich bin da 1:1 einer Meinung mit Anne. Wenn ich sage, dass 30% des Problems die Rahmenbedingungen sind, dann will ich damit die Rahmenbedingungen nicht loben. Sie sind aber auch nicht katastrophal schlecht, weil immerhin gibt es ja schon ein paar sehr, sehr erfolgreiche Startups.
Es sollte, und das sind aber die 70% Mentalität, natürlich unser Anspruch sein, dass wir bei den Rahmenbedingungen weltweit führend sind. Überall Nummer eins. Bei Talentthemen, bei Kapitalthemen. Wir sollten voranschreiten und nicht hinterherlaufen. Also ich gebe Anne dazu 100% recht. Mein Thema ist nur, ich glaube, mit einer sehr, sehr guten und stark in Richtung der Zukunft ausgeprägten Mentalität kriegen wir auch die Rahmenbedingungen hin, weil das merkst du, wenn du mit den Kollegen im BMWi und mit dem Thomas Jatzombek über gewisse Themen wie Mitarbeiterbeteiligungsprogramme sprichst, dann kriegst du den Enthusiasmus da, dann kriegst du das Verständnis. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir das dann entsprechend auch sauber auf die Straße bekommen. Das ist ja genau das, was Thomas gerade angesprochen hat, und darum geht's. Und wahrscheinlich auch so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, ne? Weil das natürlich stark zusammenhängt. Also so zum einen die Mentalität, die braucht's, und die Rahmenbedingungen. Das gute Rahmenbedingungen können wiederum natürlich auch einen Einfluss auf die Mentalität schaffen, ne? Wenn es zum Beispiel einfach ist, dann ist es vielleicht auch so, ich probiere es mal. Wenn es sich sehr kompliziert anfühlt, dann ist es vielleicht was, wo, da lasse ich lieber die Finger davon. Also auf jeden Fall auch ganz spannende Frage. Und klar, dass es ganz zusammenhängt. Marc, die nächste Frage geht an dich. Ihr wart ja als SAP schon ganz früh Vorreiter in digitalen Themen, und ihr wart ja quasi damals auch ein Startup bei der Gründung. Jetzt mittlerweile ein DAX-Konzern. Wo setzt ihr denn auf das Know-how und auf die Innovationskraft von Startups? Also welche Erfahrungen habt ihr mit Kooperationen gemacht? Wo findet ihr die passenden Partner, Partnerinnen für euch? Ja, also wir haben da, also die SAP IO, die kümmert sich da vor allem drum. Bei uns geht es um Zusammenbringen. Also der A von SAP steht ja für Anwendung, also Sachen in der Praxis bringen. Und das ist auch der Mehrwert, den wir Richtung Startups bringen können und Richtung unsere Kunden. Also wir können ja über Startups mehr Innovation zu unseren Kunden bringen. Und für die Startups können wir natürlich Zugang zu unseren Kunden erzielen, damit sie auch einen viel stärkeren Go-to-Market haben, damit sie ihren Produkt auch ausprobieren können, damit Produkte auch in SAP integriert angeboten werden können. Also wir sind da sehr pragmatisch unterwegs. Also für der Kunde der Vorteil, dass er mehr Innovationskraft bekommt über die Startups. Für die Startups das Vorteil, dass sie zusammen mit SAP agieren können und damit schneller skalieren können, auch in der Go-to-Market. Und für SAP natürlich, dass es auch oft eine sehr gute Erreichung ist, ich weiß nicht, ob das richtig deutsch ist, für unser Portfolio, ne? Also das ist so der Triple Win, den wir da nachstreben. Das machen wir ganz konkret. Wir haben 9 Cohorts, 2 in Deutschland, eine in Berlin und eine in München. Die haben alle so spezifische Themen, wo sie sich drum kümmern. Zum Beispiel New York ist Fashion, Paris Agribusiness, in Berlin ist es Sustainability. Und da arbeiten wir ganz konkret zusammen mit Partnern. Wir bieten denen nicht nur Investments, sondern vor allem auch Zugang zum Kunden, Offices, Zugang zu unserer Entwicklung. Also das ist, was wir zusammenbringen in der Sub-IO. Ja. Cool. Also das ist ja so eine Möglichkeit. Und Thomas hat ja auch gerade geschrieben, ich sehe es gerade, vor 47 Jahren wart ihr ein Startup. Ja, das ist wirklich sehr, sehr lang her. Ob es das damals schon überhaupt gab, ich bezweifle es. Also zumindest es gibt da noch sehr viele Anekdoten, dass die damalige Gründer, die kommen ja von IBM aus Mannheim, die haben dann ein Büro gesucht, das war sehr schwer. Und die sind auch am Dachboden angefangen, haben dann Mainframes von ihren Kunden nutzen können, um da drauf Software zu entwickeln, weil sie konnten sich überhaupt kein Mainframe leisten, um mal anzufangen. Also das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Und ich glaube, und das ist auch wichtig, es gibt unheimlich viel Flexibilität von Startups, die wir mitnutzen können. Aber für mich ist es wirklich, wie bringen wir die Sachen zusammen? Also für mich ist es nicht entweder du bist ein Corporate oder du bist ein Startup, sondern für mich ist es vielmehr sowohl als auch. Ne? Wenn ich als Holländer, ich bin, glaube ich, der einzige Holländer hier in diese Truppe, ich weiß nicht, was ich von Deutsch sagen könnte. Ich denke manchmal, dass Deutsche auch zu kritisch an sich selber sind. Also ich glaube, so von der Begeisterung her, von der Inkubation, ich glaube, da können Deutsche manchmal lernen, weil die erstmal die Probleme sehen statt die Möglichkeiten. Aber wenn es dann um der Feinschliff geht, da sind die Deutschen so richtig gut. Und das ist auch wichtig, um Innovation richtig auch mal produktreif zu machen. Und da sind die Deutschen, glaube ich, sehr gut. Und das jetzt begebe ich mal sehr gefährliches Gebiet, nämlich den Fußball. Die Deutschen gewinnen auch immer in die letzten 5 Minuten. Ne? Und das ist auch eine Art des Gewinns. Ne? Ja, aber das finde ich, also wir müssen uns als Deutschland auch nicht zu klein machen. Ich glaube, es gibt großartige Startups, die sehr viel Innovationskraft zeigen. Und wenn wir das auch schlau verbinden mit Corporates, die auch die Möglichkeiten haben und die Assets haben, die Kunden, wenn wir das schlau verbinden, dann gibt es unheimlich viele Möglichkeiten.
Ich glaube, hier sind zwei Punkte, die ich da nochmal rausnehmen möchte, die besonders wichtig sind und wo ich häufig das Gefühl habe, dass die auch noch nicht angekommen sind. Und da hat Marc absolut recht. Also erstens, Startups und Corporates, die stehen sich nicht gegenseitig auf den Füßen, sondern das ist letztendlich eine unterschiedliche Phase ein und desselben Konstruktes. SAP ist als kleines Startup oder damals als eine kleine Gründung gestartet und ist heute ein Tech-Gigant. Das ist die erste Feststellung. Wir müssen verstehen, dass die heutigen großen Unternehmen wie SAP als kleine Firmen gestartet sind. Punkt. Ja. Die explodieren ja nicht einfach irgendwo und sind dann da, sondern die wachsen. Die zweite ganz, ganz entscheidende und wichtige Erkenntnis ist, dass wir verstehen, dass davon der Wohlstand abhängt. Ich habe das eben auch in den Chat geschrieben. Wenn wir uns mal die wertvollsten 100 Unternehmen vor 20 Jahren anschauen, dann sieht das Tableau ganz anders aus als heute. Heute wird die Top 10 ausschließlich von amerikanischen und chinesischen Firmen bestimmt. Ich glaube, ein Koreaner ist noch dabei. Und es sind fast alles Tech-Unternehmen. Das heißt also, wenn wir diese beiden Learnings zusammennehmen, dass wir sagen, Wohlstand kommt heute von diesen Tech-Firmen und ein Tech-Gigant wie SAP startet mal als Startup, dann müssen wir alle verstehen, dass wir Gründerinnen und Gründern, Forscherinnen und Forschern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Keimzellen der Innovation die bestmöglichen Instrumente an die Hand geben. Das müssen wir verstehen. Ja, und das ist für mich auch, ja, wir reden ja viel über Diversity und Inklusivität, ne? Das geht für mich durch alle Schichten durch. Ne? Das gilt für Corporates und Startups, das gilt für Männer und Frauen, das gilt aber auch für, ich bin schon über 50 und jüngere Leute, ne? Dass man die Sachen verbindet. Ne? Und ich glaube, das wäre für mich der größte Lesson ist einfach, denk nicht entweder oder, sondern sowohl als auch, weil da liegt gerade die Kraft, die wir bündeln können, ne? Und nicht die Sachen noch mehr polarisieren, ja, auch auf diese Ebene. Das wäre sehr schade. Dazu passt eine Frage. Ich ziehe sie jetzt mal vor. Marc, die geht auch direkt dann nochmal an dich. Und zwar ganz aktuell habt ihr ja den Platz 1 des German Diversity Index von Beyond Gender Agenda erreicht. Mhm. Seid da auf Platz 1. Der spiegelt Transparenz des Diversitätsengagements der DAX 30 Unternehmen in ihren Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten 2020 wieder. Hast du da vielleicht so einen kleinen Einblick oder für uns so ein, zwei, drei ganz konkrete Sachen, wo du sagst, das ist etwas, was wir bei SAP da sehr gut machen, was wir sehr in sehr praktischer Weise fördern, warum wir da auf Platz 1 gelandet sind. Ja, ich glaube, was wir innerhalb der SAP gut machen, ist, dass wir sehr pragmatisch sind. Also wir reden nicht allzu viel, sondern wir tun. Ich glaube, Christian hat es am Anfang auch erwähnt, ne, wir sind auch mal bereit, um da ein bestimmtes Risiko zu nehmen oder einfach mal zu akzeptieren, dass Sachen vielleicht nicht so laufen, wie wir erwartet hatten. Das ist so die allgemeine Kultur. Und das gilt auch für was jetzt passiert. Wenn wir jetzt sehen, durch Covid, welchen Impact das hat natürlich auf Homeoffice, das Reisen, die Büroräume, die wir haben, die Kundenexperience, die wir haben, wie wir das wieder neu erfinden, dann sich immer innerhalb der SAP das irgendwo, dass wir imstande sind, um Energie aus so einer Krise rauszunehmen und zu sagen, okay, was bedeutet das jetzt? Und nicht denken, okay, nach Corona wird alles schon wieder, wie es war. Ja, um da drauf zu hoffen, wann der Tag anfängt, dass alles wieder Stand 2020, Anfang 2020 war, sondern zu sagen, ey, was können wir hier rausnehmen? Und das war gestern, glaube ich, auch noch in der Presse von Julia Weid, die immer rumgeschrieben haben, die haben eine große Umfrage gemacht. Wie wollt ihr eigentlich in der Zukunft arbeiten? Und auch hier ist es wieder nicht entweder oder, ja, also ich bin gerne zu Hause, mein Hund ist mein größter Freund geworden, aber ich verlange auch manchmal echt mal wieder, um einen Kunde live zu sehen oder auch mal im Office zu sein. Also ich möchte beides haben, ja, und das ist, glaube ich, das Wichtige und das ist auch genau, was SAP gesagt hat von, wir schreiben nichts vor, wir wollen gerade die Flexibilität anbieten. Natürlich müssen wir umdenken, ja, von, ich weiß, wie viele Arbeitsplätze wir haben. Wir bauen ja auch groß in Berlin, wie ihr wahrscheinlich wisst. Natürlich muss man da umdenken, wie man die Räume so gut wie möglich nutzt und dass das mehr geht in Richtung von Räume, wo man zusammenarbeitet, als mein Büro sozusagen. Ich muss ehrlich sagen, da war ich schon die letzten 10 Jahre von weg. Also die letzten 10 Jahre in der SAP hatte ich keinen festen Arbeitsplatz. Ich habe da viel gereist. Ich habe mich mit Kunden getroffen da, wo es am besten passt. Und das finde ich stark innerhalb der SAP, dass wir so eine Krise auch sehen, also Möglichkeit, um Sachen mal grundsätzlich zu verändern. Und dann finde ich auch, und dann auf mich selber, ich erwarte, und das sage ich jetzt ganz komisch, ich bin ja Holländer, also ich darf das vielleicht auf Deutschland nicht so schön sagen, aber warte nicht auf, was deine Firma für dich macht. Leb es selber. Ja, wie gesagt,
ich bin 54 und ich bin der Meinung, innerhalb der SAP haben wir Leute 54, die sehr alt sind. Wir haben auch Leute 54, die sehr jung sind. Wir haben junge Leute, die schon sehr alt erscheinen oder die auch sehr dynamisch jung sind. Und ich will von der, das ist für mich auch die Inklusivität und Diversität, dass wir nicht sofort einen Stempel drauf drücken, ach, das ist ein alter Mann, der hat wahrscheinlich viel Erfahrung und der hat seine Karriere so ungefähr hinter sich, ja, oder eine Junge zu sagen, okay, die haben alle Möglichkeiten. Ja, beides ist nicht wahr. Und ich lebe das auch. Also ich arbeite mit unheimlich vielen Leuten zusammen, so wenig wie möglich in ein festes Team. Also ich möchte keine große Orga haben, sondern ich möchte die Flexibilität haben, um Teams zusammenzustellen, die wir in dem Moment brauchen. Und das ist jung und alt, Mann, Frau, alles gemischt. Und das ist eigentlich für mich der Quintessenz, dass man es lebt, ja, und nicht wartet, was die SAP für eine schöne Programme treibt, sondern auch, dass man da persönlich ein bestimmtes, bestimmte Vision hat, wie man das auch tagtäglich leben möchte. Ne? Und ich hab viele Beispiele, wie wir auch so zusammen mit Kunden auch Innovationen auf der Straße gebracht haben, die wir sonst nie für möglich gehalten haben. Und das gibt wieder viel mehr neue Energie, um wieder neue Sachen zu machen. Ne? Und das, ja, ich höre mich so wie so ein Apostel an, aber lebe es einfach, das würde ich sagen, ne? Und kategorisiere nicht vorher. Ne? Und das ist für mich Diversity und Inklusivität, vor allem persönlich auch. Also so weniger das darauf warten, dass etwas passiert, sondern wie du auch sagst, selber aktiv sein, das ist die eine Sache. Und die andere Sache eben weniger die Annahmen von vornherein zu haben, genau, sondern eher zu gucken. Corporates werden ja oft gesehen als, ah, da gibt es viele Regeln, viel Prozesse, ist absolut nicht wahr. Ich sehe ein Corporate wie ein SAP, wie ein großes Candy Store. Ne? Man hat unheimlich viele Möglichkeiten, man hat total interessante Kunden, man hat sehr intelligente Kollegen. Also es ist ein Reich von Möglichkeiten, mit denen man drum. Und das ist einfach, das Christian, glaube ich, anfangen, das Mindset. Ne? Wie sehe ich meine Welt? Und das bedeutet letztendlich auch, wie man agiert. Ne? Also so dieses Potenzial entfalten auch. Ja. Thomas, da auch die Frage an dich, wie ist es denn aus eurer Sicht, so Potenziale entfalten, sich entfalten lassen, gerade in Bezug auf Inklusivität, Inklusion, Diversität, was sind da so eure Ideen dazu, beziehungsweise was ist aus eurer Sicht da wichtig, was braucht? Ja, also die Frage ist immer, was ist genau Diversity eigentlich am Ende? Also ich glaube, insgesamt gerade jetzt, ich finde es auch sehr spannend, die Entwicklung migrantische Gründungen. Da hatte Judith Dada gerade ein sehr spannendes Interview gegeben. Das kann ich nur jedem empfehlen, mal anzuhören. Also einerseits ist gerade im migrantischen Milieu, glaube ich, auch eine größere Begeisterung für das Thema Gründung, das heißt Begeisterung. Also es öffnet einfach Chancen, die dann vielleicht durch Vorurteile in der Corporate-Welt eben nicht so einfach sind. Und deshalb sieht man doch auch ziemlich viele aus dem migrantischen Milieu, die gründen. Auf der anderen Seite, wenn man sich fragt, wo sind so die Unicorn-Gründer mit Migrationshintergrund, dann glaube ich, ist hier schon am Ende halt eben noch Luft nach oben. Also bei SoundCloud, aber dann ist immer die Frage, ob jetzt wirklich Menschen aus Dänemark bei uns schon als Migrationshintergrund gelten oder aus den Niederlanden, sondern ich glaube, da müssen wir eigentlich die kulturellen Räume ein bisschen mit Respekt, ja, aber also ich meine, ich bin von Düsseldorf aus viel schneller in Amsterdam als in Berlin und ich glaube, da müssen wir die kulturellen Räume halt irgendwie ein bisschen größer ziehen. So, welches Thema mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist aber zuallererst mal auch das Thema, wie kriegen wir eigentlich mehr Gründerinnen? Weil wir haben insgesamt nur bei knapp 16% aller Teams eine Gründerin mit im Gründungsteam und da wir sowieso viel zu wenig Gründungen haben und Gründer haben, glaube ich, hängt hier einfach auch eine Frucht relativ niedrig. Und deshalb habe ich mich hier sehr stark eingesetzt, dass wir bei uns im BMWI auch so eine Female Founder Strategie machen. Wir haben mal damit angefangen, wir haben so einen Beirat Junge Digitale Wirtschaft. Den gibt es übrigens auch in einigen Bundesländern, da sitzen 3/4 Männer. Ich habe das Ding ein bisschen umgekrempelt. Wir haben jetzt mehr Frauen als Jungs. Und kleiner Spoiler, demnächst werden es noch mehr Frauen und noch weniger Jungs. Aber, das hört sich super an. Aber wir haben auch sehr taffe Frauen gefunden. Das muss ich jetzt einfach sagen, die da nicht aus irgendwelchen Quotenerwägungen sitzen, sondern weil die echt verdammt gut sind. Und wenn man, darf ich noch nicht nennen, ist noch nicht öffentlich. Aber gut, so. Und wir haben jedenfalls unseren Beirat dann nochmal befragt, so, was ist denn eigentlich eure Sicht dann darauf? Und dann haben wir eine ganze Reihe Punkte identifiziert, die wir jetzt auch schon konkret ins Doing bringen. Also das erste ist mal bei den eigenen Instrumenten anzufangen. Zum Beispiel bei unserem Hightech-Gründerfonds. Da haben wir auch eine klare Ansage gemacht, auch zu Coparion. Wir wünschen uns hier auch ein ausgeglicheneres Verhältnis.
Da sind jetzt 30% des Führungsteams weiblich, 50% der durch unser Haus zu besetzenden Beiratssitze weiblich und 20% der Investmentmanagerinnen. Das wird auch mehr werden. Das haben wir auch, glaube ich, hier ziemlich klar gemacht. Dann werden wir beim Thema Exist auch ein ganz verstärktes weibliches Programm machen. Wir werden auch ein neues Scale-Programm machen, was sich gezielt an Gründerinnen richtet. Ich habe gehört, dass die Lena Johanna Schmidt selber sich da auch an der Stelle engagiert. Was natürlich, jetzt ist mir eine Freude. Ja, und dann machen wir einen Gründungswettbewerb und das finde ich super wichtig, weil ich glaube, dass viele Menschen deshalb nicht gründen, weil sie es sich gar nicht vorstellen können. Das erscheint wie so eine Blackbox und wie ein unmögliches Vorhaben und wir möchten das in die Schulen noch stärker tragen, als wir das mit unseren bisherigen Gründerwettbewerben tun und insbesondere sollen da nur Teams mitmachen dürfen, wo auch eine Gründerin mit dabei ist, damit gleich von Anfang an das auch gelernt wird und vielleicht können wir allerdings auch über das Diversity-Thema oder das Female-Thema am Ende auch in mehr Schulen auch nochmal reinkommen, um das für das Thema Gründung zu werben. Ich glaube, dass das ein Win-Win ist. So, und was unser Beirat uns noch als letzten Punkt aufgeschrieben hat, das ist auch wichtig, das können wir nicht als Wirtschaftsministerium umsetzen, aber wir brauchen bessere Programme, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf betrifft. Weil die typischen Kita-Zeiten, so from 9 to 5, die funktionieren für Gründer und Gründerinnen halt eben gar nicht. Und ich glaube, das ist auch ein Business nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Also ich meine, wenn die Jungs den ganzen Tag nur noch im Büro sitzen, wie auch immer vor dem Bildschirm, dann bringt das halt eben auch nichts. Und deshalb, ich glaube, in einer modernen Beziehung ist das völlig klar, dass man sich die Dinge aufteilt. Und deshalb brauchen auch beide, wenn man da eine Gründerin oder einen Gründer hat, ganz andere Betreuungszeiten. Und das, glaube ich, ist ein sehr wichtiger Punkt, wo wir auch mit der Familienministerin gesprochen haben. Die ist uns jetzt leider abhandengekommen. Aber da können wir jetzt wieder mit der Justizministerin reden. Mal gucken, ob es an den Stellen offener ist. Aber da muss echt was passieren. Mhm. Ja, gute Aussicht. Da können auch die Rahmenbedingungen sind sehr wichtig und da können auch Firmen eine Rolle spielen. Ne? Um ein Beispiel zu nehmen, wir nennen das Co-Leadership, ne? Wo zwei Personen die gleiche Rolle besetzen. Das funktioniert in der Praxis auch sehr gut. Ne? Also wir haben beide genau die gleiche Rolle und sind dadurch untereinander sehr flexibel, wenn der eine mal nicht kann oder andere nicht. Und das sind auch so sehr pragmatische Lösungen, die es ermöglichen, um das auch ganz konkret umzusetzen. Ne? Mhm. Absolut. Und Anne, auch nochmal die Frage an dich, weil du engagierst dich ja auch in einigen Programmen und Initiativen, die Diversität fördern. Was würdest du denn sagen aus deiner Erfahrung? Welche Aspekte sind förderlich, welche sind hinderlich? Ich kann einfach erzählen, wie wir es im Zollhof gemacht haben. Als ich vor 2,5 Jahren in den Hub gekommen bin, hatten wir in unserem Startup-Support-Programm eine Gründerinnenquote von mageren 10%, also noch niedriger als die 15,7 im Durchschnitt. Das heißt, irgendwie war klar, wir müssen und wir wollen uns auch bewegen. Und wir haben nach wie vor kein dediziertes Gründerinnen-Support-Programm oder dergleichen, sondern wir haben stattdessen geschaut in der ganzen Organisation, über die Organisation hinweg, wie wir in unseren Programmen, in unseren Prozessen, auf unseren Events, in unserer Kommunikation letztlich dazu beitragen können, dass der Zollhof, dass der Hub ein Ort ist, von dem sich ganz unterschiedliche Menschen erstmal angesprochen fühlen, weil wir gemerkt haben, Zollhof, Tech-Incubator, das alleine ist schon was manche Menschen abschreckt. Und deswegen, seitdem ich das auch weiß und häufiger als Feedback bekommen habe, unterschlage ich den Teil häufig und spreche immer nur vom Zollhof. Das ist ein kleiner Drehpunkt. Aber wir haben vor allen Dingen auch geschaut, wenn wir Startups auswählen für unser Supportprogramm, was sind die Auswahlkriterien? Sind es die richtigen Auswahlkriterien, die wir anlegen? Bei unseren Events gibt's genügend Gründerinnen-Vorbilder, denen wir eine Bühne bieten. In unseren Netzwerken haben wir ausreichend Mentorinnen, haben wir ausreichend Investorinnen. Aber auch bei den Themen, die wir kommunizieren, sprechen wir nur über Finanzierungsrunden. Die sind natürlich wichtig. Aber wir haben uns dafür entschieden, dass wir auch ganz offensiv über Scheitern und über Fehler beispielsweise sprechen wollen. Und das sind ein paar dieser Stellschrauben, an denen wir gedreht haben, noch lange nicht alle, aber die haben letztlich dazu geführt, dass wir gemerkt haben, dass es einfach beiträgt zu vielfältigeren Bewerbungen in unseren Programmen. Wir haben ein Programm, wo wir gezielt studentische unternehmerische Talente fördern, die dann 3 Monate bei uns an Unternehmensprojekten arbeiten.
Zu Beginn vor 3 Jahren haben wir kaum geschafft, Studentinnen für dieses Programm zu begeistern. Mittlerweile haben wir eine Quote von 50-80% Teilnehmerinnen im letzten Jahr gehabt. Das heißt, jetzt müssen wir langsam schauen, dass wir die Jungs nicht verlieren. Und auch bei unserem Startup-Support-Programm selbst sind wir mittlerweile bei 50% Gründerinnenanteil im aktuellen Batch und auch im nächsten Batch, den wir gerade auswählen, haben wir 44% Gründerinnenanteil. Da ist noch lange, das ist irgendwie noch lange, kann noch nicht das Ziel sein, aber es ist auf jeden Fall ein Weg, auf den wir uns gemacht haben und wo wir einfach nach wie vor kontinuierlich dran arbeiten wollen, uns da weiter zu verbessern. Stark, gute Zahlen und ganz konkrete praktische Tipps. Vielen Dank dafür. Mit Blick auf die Zeit, 2 Minuten habe ich noch geschenkt bekommen für uns, habe ich noch eine letzte kleine Frage für eine Lightning Round. Vielleicht ganz kurz mit so einem Satz antworten, wenn euch was einfällt. Und zwar, es gibt eine internationale Studie von 2017, laut der genießt Made in Germany ganz hohes internationales Ansehen. Wir liegen auf Platz 1 von 52 Ländern des Made in Country Index. Und jetzt stellen wir uns mal vor, das gilt 2030 auch für die Digitalisierung Made in Germany. Also stellen wir uns vor, wir liegen auch da auf Platz 1. Welche kühnen Ideen oder Initiativen brauchen wir dafür? Möglichst in 1 bis 2 Sätzen antworten. Christian, du darfst beginnen, du warst der Erste. Die Wahrheit ist, dass wir uns nicht darauf versteifen sollten, welche Industrien das sind, sondern wir sollten die bestmöglichen Rahmenbedingungen für die Leute erschaffen, die sich diesen Ideen widmen, weil die erfinden die Zukunft. Vor 15 Jahren hätten wir alle nicht gewusst, wie die Welt heute einmal aussieht. Wunderbar, vielen Dank. Marc, was ist es bei dir? Welche kühne Idee, Initiative würdest du vorschlagen? Ich würde dafür fokussieren, wo Deutschland sehr gut drauf ist. Ich sage den Feinschliff, ne? Also stolz auf uns sein und das auch weiter auszubauen und verschiedene Gruppen wie Corporates und Startups zusammenzubringen. Ne? Sodass die letzten 5 Minuten auf dem Fußballfeld vielleicht die letzten 10 Minuten sind. Ne? Das nicht ganz. Vielleicht für die Holländer, dass Deutschland gar nicht gewinnt. Ne? Oh, heikles Thema, da machen wir nochmal ein extra Panel. Anne, was ist es bei dir? Ich glaube, ich würde auf die Netzwerke gehen. Ich glaube, Netzwerke sind super wichtig. Die eHub-Initiative ist ein Beispiel, aber die auch weiter auszubauen, auch Richtung beispielsweise nicht-akademische Gründungen, um da einfach noch mehr Vielfalt reinzubekommen. Ich glaube, das ist das, was uns da voranbringen wird. Und dann schaffen wir das 2030. Wunderbar, vielen Dank. Und Thomas, was ist deine Idee, deine kühne Vision? Ich habe bei Marc gerade schon gehört, wenn ein Holländer sagt, wir zu Deutschen, dann zeigt das eine große Integrationskraft. Das ist schon mal gut. Also der Zukunftsfonds mit den 30 Milliarden liegt mir sehr am Herzen. Der Zukunftsfonds 2, der noch deutlich größer werden muss, liegt mir noch mehr am Herzen. Ich glaube, da brauchen wir einfach viel Geld. Und wir müssen mehr Technologietransfer bauen. Wir setzen nicht auf eine Technologie, aber wir sehen, dass wir eben heute nicht mehr die Startups aus dem Bereich E-Commerce haben, sondern wir haben welche, die bauen Raketen, sehr coole Raketen. Wir haben welche, die bauen Flugtaxis. Wir haben sogar welche, die wollen Kernfusionskraftwerke bauen. Und wir sind mitten in diesem ganzen Tech-Thema und wir müssen die Forschung ein Stück aus dem Elfenbeinturm holen, rein in das Startup-Ökosystem, damit wir die wirklich guten Innovationen, die wir haben, auch in weltweite Erfolge ummünzen. Wunderbar, auch hier vielen Dank. Christian, Marc, Anne, Thomas, toll, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diese spannenden Insights. Und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß und natürlich allen Zuschauerinnen und Zuschauern bei dem weiteren Verlauf von Click und Connect. Wir sehen uns. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao.